Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries. So, dann kommen wir hier in die Kommentare rein. Maxi Max, aka Safi Sunshine. Hey Klaus, Heiser Returns. Ja, das hast du dir. Ja, darauf hast du dich gefreut. Ne? Animal BG, Klaus Heisler. Das habe ich mir schon gedacht, du. So, und dann, hey, hoffe, du freust dich auf das Pack-Opening bei mir. Bin fast fertig, zieh aber bitte etwas Gutes heraus, ja? PS, feiere die neue Animal Sui und Farnsworth Combo. Ja, natürlich freue ich mich auf das Pack-Opening. Sag mir einfach Bescheid, wenn es soweit ist, gell? So, dann gucken wir mal hier rein. Hier haben wir nach wie vor den Mythic Stewie in Mamas altmodischer Geheimnisschatulle. Und dann gehen wir hier rüber. Mythic Farnsworth Pack. Professor Farnsworth and Mythic Cats. Queen of Cats Terrors Bandit und Dr. Amy Wong. Relativ coole Box. Habe ich auch schon ein paar Mal was dazu gesagt. Dann haben wir hier diese King Teagle Box. Ja, da ist er wieder, der Waschbär. Meine Karte. Meine. Extra für mich. Little King Trashmouth. Geil, freue ich mich drauf. Cuddles. Sacrificed Robot Goat. Da ist der Bandit. Philip J. Fry und Bill Daughtry. Daughtry. So, mega geile Box. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal hier als nächstes rein in die Meisterschaft. Und da haben wir Unterhosen Karate, Underwear Karate. Schauen wir uns mal das Ding an. Ja, das ist dann das hier. Mit einer legendären. Ah, hier die Fry-Karte mit Fighter-Karten. Kommt Cripple All raus. Und der Angriff wird erhöht, wenn eine Combo gespielt wird. Ja, kann man mal spielen, muss man aber nicht spielen. Und auf keinen Fall muss man da 500 Gems für ausgeben für die Combo. So, dann haben wir hier eine Karte, die früher mal richtig krank war und heute, ja, heute ist da nicht mehr viel von übrig, von richtig krank. Hank Hill mit Kunstkarten gibt dann da hinten den, der da auf dem Klo hockt hier, den Constipated Hank mit relativ viel Gas und das war's dann auch schon, das Problem ist. Das war früher stark, aber heute gibt es genügend andere Kombos, die auch so viel Gas haben und eben noch andere Effekte mit hinzu. Also nicht mehr wirklich so stark. Dann haben wir Pentimento Last Supper mit dem Dr. Zoidberg. Gucken wir mal hier rein. Mythic Zoidberg auch wieder mit Kunstkarten. Dann wird auch wieder die Buzzsaw die einzige sein, die... Also da ist doch der Zoidberg alleine stärker. Da ist auch die Buzzsaw allein. Na gut, jetzt wird. Ja, nicht unbedingt, aber der Dr. Zoidberg allein ist stärker. So ein Käse. Also die Combo ist auch für die Füße. Dann kommen wir zur letzten. Hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal gehabt. Der Winfrey. Und was soll ich dazu sagen? Ja, das ist so ziemlich die allerletzte Combo, die ich tatsächlich mit dem Roger spielen würde. Also heute ist nicht wirklich was Interessantes mit dabei. Sparen wir noch ein paar Mal die Steinchen und dann irgendwann kommt wieder was Anständiges mit rein in die Combo Recipes. Also wenn es euch geholfen und gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Throwdown und mit mir dann gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.